Leute, wir sind jetzt wieder mal in der Reaktion drin. Oh, wow. Mein Bauch tut schon ganz schön weh vor dem ganzen Lachen in dem heutigen Stream. Oh Mann, Chat, ich sag's euch, ihr seid echt die Besten. Ich liebe euch über alles. So, spielt aber auch gerade keine Rolle, weil wir haben eine Mission. Und zwar gucken wir uns heute mal wieder zusammen ein wunderschönes Video an. Wer hätte es gedacht, wir sind wieder drin in... Seven Girls Blind Daten nach dem Outfit. Das geliebte Format, welches wir schon öfter hier durch die Nase konsumiert haben. Ich hab Bock aufs Video. Lasst uns doch jetzt einfach reinstarten und gucken, was im heutigen Video passiert. Oh Mann, let's go. Ich bin sehr gespannt, Chat. Lasst uns reinstarten ins Video. Andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt eine raus. Und der Was ist deine Lieblingsstellung? Geil. Das ist Hamid. Voll viele von euch haben auf die Hamid Loco Folge gewartet. Und hier ist Streamer. Er wird heute sie. Eins, wer den kennt, zwei, wer den nicht kennt. Hamid Loco, irgendwas sagt mir der Name. Macht der FIFA? Wahrscheinlich FIFA, oder? Mädels gleichzeitig daten. Hinter diesem weißen. Was macht der Chat? Im Vorhang stehen sieben Mädels. Jeder. Geil, ey, ich hab Bock auf die Überraschungseier. Ehrlich, Chat. Bock. Das ist wie. Also ich erkläre es einmal nochmal selbst, weil ich stoppe jetzt viel zu oft. Da sind sieben Frauen, die sind abgedeckt. Hamid Loco darf sich eine aussuchen. Step by step geht die Leinwand weiter hoch. Wir sehen immer mehr von den Frauen. Wir können mitraten. Jede Frau ist wie ein Überraschungsei, was am Ende entpackt wird. Und wir sehen, wie sie aussieht. Heute werden Herzen gebrochen. Heute werden Herzen beschmeichelt. Wir sind drin im Video. Let's go. Ein anderes Outfit. Jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt eine raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben. Sag ich doch. Denn am Ende bleibt nur eine übrig. Dann stell dich mal vor. Ich bin Hamid, bin Streamer, 23 Jahre alt und komme aus Paderborn. Und was suchst du in deiner Traumfrau? Paderborn gefühlt auch eine Stadt, die nicht in Deutschland ist, Chat, oder? Wo ist Paderborn? Bruder, wenn ich Paderborn höre, dann denke ich irgendwie an Nordfriesland oder so. Ist Nordfriesland in Deutschland oder ist... Nordfriesland ist doch auch in Deutschland. Scheiße, ich habe also, Digga. Suche ich eine Person, mit der ich einfach Zeit verbringen möchte. Ich denke an sie und denke mir, ich wäre jetzt gerne mit ihr. Das ist so eine süße Antwort. Was wäre eine absolute Red Flag für dich? Das ist echt so süß gewesen gerade. Ey, hold my God, danke für 5, Bruder. Vielen, vielen Dank. Wenn sie komplett faul ist und so keinen Bock auf gar nichts hat. Mhm, eine Hängerin. Ja, eine Hängerin. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert, denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir 100 Euro. Also viel Glück. Oh, damn. Okay, was sagst du? Ich muss direkt sagen, die Nummer 2 hat sehr dreckige Schuhe, ne? Das ist dreckig für dich. Oh, wobei ich sehe jetzt auch die Nummer 4. Okay, Schuhe. Welche fallen euch als erstes ins Auge? Boah, ich finde die alle hässlich. Also vielleicht noch sie, oder? Die 5. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nummer 6. 5? Nee, 6 meint ihr, oder? Ja, also für den Schuhen würde ich, glaube ich, sie nehmen. Vielleicht auch noch 5, ja. Ansonsten finde ich alles nicht so geil. Nee, die sehen aus wie so... Nee, mag ich nicht. Die katastrophal. Adidas, wie heißen die nochmal? Superstars? Nee, mit Calvin Klein Socken auf gar keinen Fall. Die gefallen mir auch gar nicht. Die geben mir so Punker-Vibes. Die letzten geben mir irgendwie so Raben-Vibes. Also es wäre jetzt ein Rabe irgendwie. Ja, gefällt mir nicht. Also mein Favorite wäre hier schon mal die grünen Schuhe. Sind dreckiger. Du Bengelchen. Bei Nummer 7 ist... Du Bengelchen? Nicht nur dieses Dreckige so ein bisschen, was mich... Ja, was findest du an denen? Findest du sie gut oder nicht so cool? Erster Eindruck eher negativ. Warum? Ja, voll. Ein Special. Rabenschuhe. Das ist so Cowboy-Stiefel einfach, oder? Ja, aber Cowboy ist doch gut. Cowgirl wäre besser. Stimmt. Welche Schuhe findest du bis jetzt am besten? Die Nummer 6 schon am besten. Mhm. Also... Ja. Ja. Hamid, bin auf deiner Seite. Es liegt jetzt nicht unbedingt an den Farben, aber ich finde, das ist so stimmig. Und welche Schuhe findest du gar nicht so nice? Schuh Nummer 4 sieht für mich aus wie so ein Clownschuh. Das sind Chucks? Ja, aber Chucks sehen generell aus wie Clownschuhe, oder? Nein. Hä? Was? Doch. Das ist voll cool. Hä? Das sind sogar hohe Chucks. Das macht es noch viel mehr zu Clownschuhen. Jetzt musst du aber eine rauswählen. Am besten hast du eine Frage. Okay. Frage, damit du sie ein bisschen besser kennenlernst. Was ist deine Lieblingssportart? Lieblingssportart? MMA.
Das ist eine cute Frage, okay. Boxen oder so. Ey, Kandidat. Leute, die sich auf die Fresse boxen, Chat. Nummer 1, was ist deine Lieblingssportart? Ich hoffe, keine von denen sagt gleich Sex. Grundsätzlich eigentlich Fitnessstudio. Ich habe jetzt keine Teamsportart, die ich feiere. Pumperin, gehst du pumpen? Ich gehe pumpen, wenn ich Zeit habe, aber sehr, sehr busy leider. Deswegen war ich in letzter Zeit nicht so viel pumpen. Was ist denn deine Lieblingssportart? Fußball. Hm. Mit Abstand, ja. Spielst du oder gucken? Beides. Ah, okay. Ja. Kandidat Nummer 2, findest du Fußball gut? Ist nicht ganz so meins. Immerhin ehrlich. Okay, und was ist deins? Ich mach gern Pole Dance. Mhm. So, jetzt schwieriges Thema, Chat. Ist es für euch, wenn eine Frau sagt, sie macht Pole Dance, 1 für nice, attraktiv, 2 für nicht nice, nicht attraktiv? Ich weiß nicht warum, Chat. Ich finde es aber irgendwie unattraktiv. Ich weiß nicht, was es ist. Ich finde es aber irgendwie unattraktiv. Lass ihr doch ihr Hobby ausüben. Ey, Lobop with Skills, halt doch du einfach dein Maul, Digga. Habe ich irgendwie in einem Satz gesagt, dass die nicht Pole Dance machen soll? Ich rede nur, wie ich es finde, ob ich es attraktiv finde oder nicht. Gottverdammt, dann geh doch selbst an die Stange und strip für mich. Gottverdammt. Ihr wisst aber, was ich meine, Chat. Und geh gern laufen. Pole Dance. Pole Dance, ist das eine Stange, ne? Oh, verrückt, okay. Okay, ja, dann Nummer. Das ist doch nicht geil, wenn andere Leute zuschauen. Pole Dance ist doch nicht gleich Stripperin, Chat. Nur weil die Pole Dance macht, zieht sie doch, also die zieht sich ja nicht für andere Leute aus, Chat. Da habt ihr was falsch verstanden. 3? Mehr. Das ist einfach nur Tanzen an der Stange. Die kann das ja auch alleine machen im Zimmer, wisst ihr, ich meine? Ich gehe auch ins Fitnessstudio und zusätzlich gehe ich noch Kickboxen. Kickboxen? Oh. Uff. Ah. Nee. Das ist cool. Ich wollte gerade sagen, Fitnessstudio, langweilig jetzt. Aber dieses Kickboxen? Ja. Nee. Hat es so nach oben katapultiert, die Antwort, ja? Ja, sie weiß, was sie will. Okay, Kandidatin Nummer 4. Nee, die verprügelt dich ja, wenn du irgendwas machst, Chat. Imagine, die nee. Was ist deine Sportart? Die haut dir aufs Maul dann einfach, wisst ihr, wie ich meine? Ich mag Snowboarden vor allem. Geil, Snowboarden. Snowboarden. Chat, was ist so die, was für eine Antwort wünschen wir uns gerade? Wenn ihr eine Frau fragt, was ist deine Lieblingssportart? Was ist die Antwort, die wir uns wünschen? Ich weiß sie. Ballerina. Oder Tennis. Tennis auch strong. Also entweder Ballerina oder Tennis, Chat, oder? Tennis oder, ich glaube, Tennis ist fast das strongste von allem. Tennis ist giga strong. Ja, ja, doch. Okay, Chat, ihr habt recht. Tennis strong. Volleyball auch nicht schlecht, Chat. Volleyball auch nicht schlecht, Digga. Ja, Chapeau, meine Lieben, Chapeau. Ja, 10 Punkte für Gryffindor. Snowboardest du? Nee, aber das sieht immer cool aus, wenn ich so Videos sehe davon. Kannst du es ihm vielleicht beibringen? Ja. Pass auf, was du sagst. Shamila, du hast mir hier gar nichts zu sagen, damit das klar ist, Fräulein. Also Geduld habe ich. Wenn er auch Geduld hat, dann geht das. Weil für Snowboarden lernen braucht man viel Geduld. Glaubst du, das kriegst du hin? Ich bin ungeduldig, aber ich glaube, für die Richtige wäre ich geduldig tatsächlich. Das wäre auch ein cutes erstes Date. Ja. Okay, Kandidatin Nummer 5. Was ist deine Sportart? Also je nach Sommer oder Winter, weil Wintersport, Skifahren und Afriski und so ist voll meins. Aber im Sommer dann eher Volleyball und Volleyball stark. Basketball spielen geht. Basketball, wie stehen wir zu Basketball? Nee, ne? Nee, nee, nee. Basketball, Frauenbasketball? Nee, 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 nee. Raus. Immer. Sind wir nicht dabei. Denke ich. Aber Volleyball ist auf jeden Fall, haben die einen guten. Ich muss sagen, also, ne? Volleyballmädchen sind immer sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Und die letzte Nummer, Nummer 7. Hoffentlich Tennis-Chat. Du hast mich übersprungen. Nummer 6. Ach Quatsch. Deine Lieblingsschuhe. Ach, ich dachte, Nummer 6 wäre jetzt gerade. Nee, nee, Nummer 5. Sorry, sorry, sorry. Nummer 6 jetzt. Ich habe übrigens auch Fußball gespielt. Minus 10 Punkte, Bro. Also, Chat, gibt es eine Sportart, die unattraktiver ist bei Frauen als Fußball? Nee, ne? Nee. Boah, Creepin ist so tilted. Eins, wenn man mich für diese Aussage canceln kann. Bin ich jetzt ein Sexist, Frauenhasser, weil ich es unattraktiv finde, wenn Frauen Fußball spielen? Ja, anscheinend schon. 6 Jahre lang sogar. Also, aber in der Grundschule. Davon ist aber ein bisschen was hängen geblieben. Und sonst eigentlich ganz gern schwimmen. Oh, Schwimmen, Chat, plus 1. Frau, Schwimmerin, plus 1. Gut. Schwimmerin auch nice. Also ich komme vom Meer und das... Nice, so tauchen und so auch cool. Deswegen liebe ich es, im Meer schwimmen zu gehen. 6 Jahre in der Grundschule geht doch gar nicht.
Also 4 Jahre in der Grundschule und 2 Jahre danach noch. Okay, und Schwimmen. Ja, da trainiert man auch den ganzen Körper. Aber cool, ja. Cool. Warte, welche Position warst du beim Fußball? Oh, bitte jetzt nicht irgendwie so Torwart. Dann sei wenigstens Sturm. Ich war im Tor ganz... Oh Mann, ey. Und ich sag noch am Anfang mein Favorite wegen den Schuhen, Chat. Mein Gott, Digga. Ist lang, also ganz lang. Oh, von 6, 3 Jahre im Tor. 1:1 gleiche Reaktion wie ich. Oh. Und dann 3 Jahre Stürmerin. Und meine Zahl war die Nummer 16. Oh, wie findest du ihre Aussage? Oh, 16 ist keine iconic. So considering, das ist deine Lieblingsschuhe? Cool, weil sie halt Fußball spielt. Ne? Mhm. Ich finde es auch so süß, wie sie das gesagt hat, muss ich sagen. Ne? Das kann man ja auch bewerten. So ja, Sprache. Klar. Auch lustig, weil ich habe noch nie gehört, dass jemand Torwart war 3 Jahre und dann Stürmer 3 Jahre. Oh. Hört man nie eigentlich, aber... Du hast einen kleinen Crush. Oh, sag das nicht aufdecken. Okay, okay. Kandidatin Nummer 7, was ist deine Sportart? Also meine Lieblings... Tennis. Sportart wäre, glaube ich, Tanzen. Tanzen auch plus. Zurzeit mache ich besonders so High Heels Dance. High Heels Dance? Aber generell ganz querbeet durch Hip-Hop, Ballett habe ich früher getanzt. Ja, und sonst gehe ich eben noch ins Gym. Okay, alle ins Gym. Solide. Basierend auf diesen Aussagen musst du jetzt leider eine rausvoten. Jetzt wird's hart. Es wird echt hart. Oh, guck, ich sag dir ganz ehrlich. Okay, ich habe keine Ahnung, wen ich rausknallen würde. Mhm. Doch, die mit den Superstars, Chat. Nee, doch, sie einfach aus Prinzip, wegen den Socken und den Schuhen. 2 aus Prinzip raus. Ich würde lieber mit ihr dieses cute erste Date beim Skifahren haben, als das mit Snowboarden. Deswegen leider Nummer 4 raus. Okay. Ja, wegen den Schuhen, der mag die Schuhe nicht. Okay. Kandidatin Nummer 4, du kannst hervorkommen. Eins, wer sich verliebt hätte in die Nummer 4. Wer hätte jetzt schon gesagt, oh, aufgrund der Schuhe, aufgrund von Snowboarderin, Traumfrau, da sehe ich mich. Ich möchte sie vielleicht auch mal kennenlernen. Hier ist jetzt eure Traumfrau. Gericht? Schon, ja. Die erste, die kommt. Hi. Damn. Lol. Ich bereue es. Ja, okay, man hat halt nur die Schuhe gesehen, ne? Ja, meine Schuhe? Ich weiß nicht, was ist mit deinen Schuhen? Also, aber guck mal. Ja. Was? Ja. Die sind von einem Freund. Du hast mich Clown genannt, that's a bit rude. Nee, nicht Clown, sondern Clown-Schuhe. Was ist das? Eine Prinzessin in Clown-Schuhe. Hey, nein, ich finde die Schuhe gerettet. Super. Ich finde die Schuhe super, ich bin auf ihrer Seite. Dankeschön. Okay. Aber Vorschlag für das erste Date. Ihr könnt Schuhe shoppen gehen und ihr sucht euch Schuhe für die gegenseitig anderen raus. Cute. Muss ich mir überlegen. Oh, hard to get. Ja, Girl, würde ich mir auch erstmal drüber überlegen. Ja, also 2-mal Clown genannt, ich weiß ja nicht so. Okay. Wow, weiter. Ja, zum Outfit passt es doch voll gut. Ja, Prinzessin in Clownschuhen. Yo, chill, Bro. Ja, gut, nächste Runde. Ey, ich würde so gerne eine rauchen gerade, Chat. Ich würde so gerne eine smoken gerade. Oha. Okay, alle komplett unterschiedlich. Ich finde alle schön, muss ich sagen. Es gibt nicht so eins, wo ich sagen würde, nee. Nummer 7, also... Oh, weiter. Danke. Okay, warte. Oh, jetzt habe ich gerade nicht hingeschaut. So, jetzt, Chat. So, ganz sachte, okay? Step by step. Welche Nummer fällt euch direkt ins Auge? Ganz klar, Nummer 1. Richtig oder richtig? Nummer 1. Nummer 1 sticht uns straight ins Eye. Nummer 2, das sind Kiddies. Das können nur Kiddies sagen. Ihr seid höchstens 16, nur weil man da ein bisschen mehr Haut sieht. Ja. Ich finde auch sie immer noch strong. Ich finde sie immer noch strong. Muss sagen, Favorite jetzt, Nummer 1. Zweiter Favorite, Nummer 5. Tattoos bei 1. Ja, ist mir ein bisschen... Nee, ich mag halt auch die Schuhe nicht. Nee, finde ich katastrophal. Was ist das schlechteste Outfit von allen? Ich sage euch ehrlich, 2. Nummer 2. Nee, fühle ich gar nicht. Nee, 2 ist am schlechtesten. Safe. Nummer 5? Nee. Nein. Vertraut mir, Nummer 5 wird noch cool aussehen. Ich spüre das. Nummer 5 wird noch cool aussehen. Und am Ende sagt ihr alle, oh, Mowgli, du hattest recht. Okay, Nummer 5. Sagen, es gibt nicht so eins, wo ich sagen würde, nee. Nummer 7, also Outfit Nummer 7. 6. Schon, ah, jetzt 6, jetzt genau, sticht mir am meisten ins Auge doch. Wegen... Was? Wegen den Handdingern? Ja, ja. Du hast aber... Das sticht dir am meisten? What the fuck? Hast du mir gesagt, dass du mir wirklich 7 hübsche Mädchen rausgesucht hast, ne? Ja, ich habe die ja vorhin auch gesehen, die sind super hübsch. Was denkst du, was macht Nummer 1? Ich sag, sie heißt Nadja
Okay, Nadja. Und, sie hat nicht den größten Freundeskreis, arbeitet nebenbei als Barkeeperin und studiert noch und macht auch genügend Sport. Und sie ist ein familiärer Mensch. Mhm, glaube ich auch. Fuck, Junge, du hast ihre Schuhe und ihre Hose gesehen, Bro. Chill. Mach mal Daumen nach oben, wenn das stimmt. Aha. Und Kandidatin Nummer 2? Oh, Tattoos. Ah, ich habe auch Tattoos. Du hast auch Tattoos. Wir haben alle Tattoos. Nee, nicht alle, aber sie hat auf jeden Fall Tattoos. Die muss ich mir immer... Ja, aber auch Assi-Hand-Tattoos, Chat, oder nicht? Direkt genauer angucken. Haben meistens Asoziale. Kannst auch mal die Hände nehmen. Darf ich mal deine Hände nehmen? Blessed. Aha. Nicht so zittern, oh nein. Ja, nee, ist schön. Ist auf jeden Fall viel, aber ist schön. Wie haben sich die Hände angefühlt? Gut. Schwitzig. Ja, süß, zittrig bisschen. Kandidatin Nummer 5. Bisschen nass. 5. Sehr jeansig. Jeansjacke, Jeans. Ja, ja, Chat, ihr werdet sehen, die überzeugt uns am Ende alle, Chat. Ich sag's euch. Jeanshose, so ein bisschen so. Ich sag's euch. So, Britney Spears und... Was ist Britney Spears? Wie jung bist du denn? 23. Ey, was, Digga? Er kennt Britney Spears nicht? Digga, eins, wer Britney Spears nicht kennt? Oh, Chat, bitte nicht. Bitte nicht! Oh, ich hoffe, ihr lügt mich gerade an, Chat. Ich hoffe, ihr lügt mich gerade an, Digga. Fucking hell, ich hoffe, ihr trollt hier gerade alle rum. Oh mein Gott. Schämt euch raus aus dem Internet, Digga. Mein Gott, wie alt seid ihr, Chat? Ihr kennt doch wohl noch Britney Spears. Britney Spears! Iconic, baby! Von Antoine. Was? Kennst du Antoine? Nein. Ja, guck, du kennst Antoine nicht? Ja, seht ihr? Kameramann, judge mich! Wer kennt... Digga, sind die beide lost? Okay, du musst eine Frage stellen. Okay. Würdest du dich selber als eifersüchtig bezeichnen? Wenn ja, warum? Das ist die Frage. Voll gut. Echt super. Sehr gut für die Beziehung. Kandidatin 1, würdest du dich selber als eifersüchtig bezeichnen? Was ist die richtige Antwort, Chat? Was ist die richtige Antwort? Die richtige Antwort kann nur sein, ja, aber ich würde behaupten, in einem gesunden Maß, weil für mich gehört eine gewisse, solide Grundeifersucht auch zu einer temperamentvollen und intensiven Beziehung dazu. Plus 1, wenn ich mal wieder Facts gespittet habe, ihr wisst, was ich meine. Wenn ja, warum? Wenn Vertrauen da ist, finde ich, ist Eifersucht nicht notwendig. Raus! Was ist die Antwort? Im gesunden Maße. Kandidatin 2, wie sieht es bei dir mit Eifersucht aus? Ich bin absolut kein eifersüchtiger Typ. Ja, die ist sowieso raus für den Schuhen. Weil Vertrauen ist für Minus Rizzle. Ist die Basis und wenn das nicht ist, dann wird es eh sowieso schwierig. Oh, das ist voll die süße Stimme. Die Stimme ist süß. Ich muss aber sagen, das ist so eine Antwort, die ist mir zu ein bisschen zu lasch. Als würde man eine Antwort geben wollen, die dann 100% gut ankommt. Wie sieht's Sag's ja, Hamid. Wie sieht's denn mit Eifersucht aus? Ich muss sagen, ich bin eifersüchtig, aber ich bin nicht die Person, die dem Partner jemals irgendwas so verbieten würde oder so. Richtige Antwort. Jetzt würde ich ihn küssen, Chat. Rewrap. Jetzt straight auf den Mund. Also mach dein Ding. Ja, gute Antwort. Und wenn es mir dann nicht gefällt, dann sind wir halt nicht füreinander bestimmt. Also ich suche mir ja, ich verliebe mich ja in eine Person, wie sie ist und nicht. Ich will sie noch irgendwie anders haben. Dann suche ich mir direkt eine andere Person. Aber wenn dann Richtig. Und man braucht ein bisschen Feuer auch in der Beziehung. Eine Freundin zum Beispiel mit ihren Mädels rausgeht. Und das sind auch Typen. Verbot. Eine Freundin könnte machen, was sie will. Wenn sie jetzt aber, da bin ich ganz ehrlich, zum Beispiel 3-4 Mal in der Woche so in den Club gehen würde und das wäre so ihre Hauptbeschäftigung. Ja, dann Schluss machen, Bro. Hä, WTF, über was reden wir hier gerade? Ja. Das fände ich lame. Aber das wäre dann ja auch nicht wirklich eifersüchtig, sondern es ist so ein bisschen... Das passt dann einfach nicht. Ja, ja, das meine ich ja. Ich bin nicht eifersüchtig, aber was so in diese Richtung angeht, möchte ich einen Partner... Ja, dann passt bei ihr was nicht, Chat. Im Kopf? Welche Freundin geht denn dreimal die Woche feiern, wenn die in einer Beziehung ist? What the fuck? Was sind denn das jetzt hier für Themen? ...haben, wo ich es nicht nötig habe, eifersüchtig zu sein. Ja. Ja. Okay. Ja. Kandidatin 3, wie sieht es bei dir mit Eifersucht aus? Wenn er mir keinen Grund gibt, dann habe ich auch überhaupt keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Ich finde, dass jeder seine Grenzen kennen sollte und dass man das auch offen kommuniziert. Meint eigentlich auch das Gleiche, wie du gesagt hast. Ja. Kandidatin 4, wie sieht es bei dir mit Eifersucht aus? Ja, genau, ich bin ein bisschen eifersüchtig. Also genau wie bei euch gilt auch bei mir, wenn das Vertrauen da ist, passt das eh. Aber ich finde es auch ein bisschen nice, wenn mein Partner ein bisschen eifersüchtig ist. Beste Antwort bis jetzt. Plus 1 in den Chat. Ah,
du magst es so ein bisschen mehr protective. Ja, schon. Ja, verstehe ich auch. Beste Antwort. Ja, ich finde, sie hat es gut gesagt. So, diese gesunde Eifersucht ist ja auch gut. Kandidatin 5, wie sieht es bei dir aus mit Eifersucht? Nummer 5 enttäuscht mich nicht. Also mein Favorite. Ich bin eigentlich gar kein Fan von Eifersucht. Ist dir wichtig, dass so dein Partner dir immer Aufmerksamkeit gibt? Ja, es wäre halt kein Problem, wenn man sich jetzt nicht jeden Tag sieht und nicht jeden Tag hört. Ich finde, das Wichtigste ist einfach, korrekt zueinander zu sein und das Vertrauen halt. Und ich glaube, ich habe einfach... Das Wichtigste ist, dass man korrekt zueinander ist. Ist immer noch im Rahmen. In 6, wie stehst du bei Eifersucht zu? Ich bin mit mir im Reinen und ich denke mir, wenn er mich betrügen will, dann soll er machen. Und dann hat er mich verloren. Und mit meiner Eifersucht könnte ich das so und so nicht aufhalten. Passt für mich nicht. So ein bisschen, was ich auch gesagt habe, ne? Ja. So. Fand es ein bisschen extrem. Wenn er mich betrügen will, dann soll er machen. Ja, aber ich verstehe, was sie meinen. Sie sagt halt einfach so... Man kommt ja nicht mit der Person zusammen und denkt sich so, ja, wenn er mich betrügen will, soll er machen. Man erwartet das ja. Ich glaube, das war harsch ausgedrückt. Ja, da glaube ich auch, aber es war harsch ausgedrückt. Ich glaube, ich weiß, was sie meint, aber... Okay, anyway, du musst dich jetzt für eine entscheiden. Eine der 6 Damen muss leider gehen. So, wen nehmen wir raus, Chat? Nummer 2, ganz klare Sache. Gott, du bist mit so einem analytischen Blick da dran. Yo, what the fuck, Hamid? Hä? Hey? Was, Digga? Okay. What the fuck? Du hast warme Hände. Ja? Ja, fühlt sich angenehm an. Danke. Meine Hände sind ein bisschen schwitzig. Hä? Nein, weniger als die anderen. Also ich habe nächste Woche einen Nageltermin zur Info. Oh, 5 verkackst dir nicht, Mann. Aber schon ausgewachsen. Deine Hände sind kalt und die sehen auch echt kalt aus. Kalte Hände, warmes Herz. Siehst du? Oh. Kalte Hände, warmes Herz. Jetzt geht's zur Entscheidung. Oh, du hast es mir schwieriger gemacht. Ey, sag die 5 raus, oder was? Damit. Du hast ein bisschen... Nein, 5 ist Favorite, Chat, vertraut mir. Mit der 3 gewibed. Ja. Mhm. Es tut mir echt leid, das jetzt zu sagen, ne? Aber Nummer... Trommelwirbel. 2! Ja, ja! Alles richtig gemacht. Raus. Ist raus. Weil sie weggezogen hat. Alles richtig gemacht, Chat. Was? Nee. Allein wegen den Socken. Mhm. Nein, das fand ich sogar cool, dass sie mir da einen Korb gegeben hat. Aber ihre Antwort war mir einfach so zu... Weg. Wischiwaschi. Und dann noch in Kombination mit dem Outfit. Hast schon geguckt, ne? Nee, hab ich nicht. Weil die anderen sind schon mehr meins. Okay. Na dann, Kandidatin Nummer 2, du kannst ja vorkommen. Hi. Ah, ihr passt aber ganz gut zusammen. Hm? Findest du? Ja. Ich find gar nicht. Boah, wie hart. Nee, also so. Hm. Einfach um. Aber du bist so. Megan Fox, was? Ja, ist aber wunderschön, aber also einfach. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass wir zusammen. Doch, ich finde vom Aussehen passt ihr sehr gut zusammen. Aber du bist wunderschön. Ja, danke. Ja, scheiße. Ui. Oh Mann. Hamid, der Adler muss fliegen. Wir sehen uns im Gym. Vielleicht hätte man die auch erst später rauswählen sollen. Naja. Ich hab's euch von Anfang an gesagt, ja. Okay, danke, dass du da warst. Tschüss. Was bist du denn für ein Ehrlicher? Hä? Ja. Scheiße, der bereut es gerade so krass, Chat, oder? Also ich fand sie... 1, wer gesagt hätte, 2 Traumfrau. Also bevor sie rausgekommen ist. Aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass wir sie gut zusammen. Doch, ich fand es... Auf welches Girl steht... Ja, okay, klar, Chat. Alles klar, Digga. Wartet ab auf Nummer 5. Sieht deine Traumfrau aus? Rothaarig. Echt? Ja. Ah, dunkle Haare. Du hast jetzt deine letzten 5. Jetzt musst du noch eine Frage stellen. Noch eine. Danach muss noch eine raus. Okay. Vielleicht so eine Quickrunde, so eine, okay, okay, die ganz schnell mit einem Wort ein. Ja. Das ist vielleicht eine Frage, die. Denkt ihr, sie mag ihn nicht, Chat? Irgendwie gibt sie mir so ein bisschen die Vibes, dass sie ihn nicht mag. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, Chat. I don't know. Bisschen so, bisschen Spannung spüre ich zwischen den beiden. Die man auch schon kennt. Oh, ich weiß, was kommt. Ja? Ja. Was ist deine Hausnummer? Nee. Wie hoch ist dein Bodycount? Oh, Hamid. So eine kreative Frage, I can't. Mark Eggers. Achso, ja, ihr müsst es nicht sagen, ne? Also, damit ihr Bescheid wisst, aber... Wäre lustig zu sagen. Ich kann's sagen. Ja. Okay, was denkt ihr? Bodycount bei Hamid?
Ich sag extrem niedrig. Ich sag, er ist so ein Beziehungsguy. 3, sag ich. Was ist dein Bodycount? 6. Boah, close one, aber ich wusste es, weil hätte er einen hohen Bodycount, hätte er niemals die Frage gestellt. Weil dann würde es ihn gar nicht jucken. Ja? Mhm. Was, wenn. Oder es ist gelogen. Ist du ein No-Go? Oder interessiert es dich gar nicht so sehr? Doch. Mich interessiert das schon. Allein aus dem Grund, wenn sie jetzt so einen extrem hohen Bodycount von beispielsweise über. Kann sein, dass ich jetzt ein paar Leute angreife da draußen. Also haltet euch fest. Über 100 hat. Ja, okay. Hä? Oh, Bro, chill. Welche Frau hat einen Bodycount über 100? Und dann aus meiner Stadt kommt? Wahrscheinlich. Ja, okay, Bro. Peinlichkeit ist da, dass da einer meiner Kollegen bei war. Oder? Ja, jetzt komm, hör auf, Hamid. Irgendwen, den ich kannte. Ganz Deutschland wäre das ja fast. Und dann ist so, ja, also es interessiert mich schon, aber ich würde auch sagen, eher im gesunden Maße. Kandidatin 1, wie hoch ist dein Bodycount? Ich glaube, wir haben da was gemeinsam mit unserem Bodycount. Lüge. Kandidatin 2, wie hoch ist dein Bodycount? Also ich habe eindeutig weniger als 100, aber ich habe auch meine Erfahrung und ich glaube, dabei bleibe ich. Okay, baby girl. 40, 50. Sexy? Mhm. Iconic. Ich find's voll okay, wenn man seine Erfahrungen sammelt. Und weniger als 100. Whatever. Kandidatin 3, wie hoch ist dein Bodycount? Also ich finde das jetzt nicht besonders wichtig, würde ich sagen. Aber ich habe noch nicht so viel Erfahrung gesammelt bis jetzt. Weniger als 100? Auf jeden Fall. Weniger als 6 auch. Also ich bin weit drunter. Okay. So, jetzt kommt Favorite Chat. Kandidat. Wartet ab. In 4, wie ist dein. Die wird jetzt eine Banger-Antwort geben. Bodycount? Ja, ich finde, die Vergangenheit von einem Menschen hat in einer neuen Beziehung irgendwie nichts verloren. Oh nein! Nein! Scheiße! Über 70! Oh fuck! God damn! Mann, ey. Fucking hell. Egal, ich hab die Hoffnung nicht aufgegeben, Chat. Ich hab die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Deswegen gibt's darauf keine Antwort von mir. Boah, schlechte Antwort, oder, Chat? Ich finde die Vergangenheit voll interessant von dem. Also, ich meine, irgendwo hat sie recht, ja, safe, aber trotzdem schlechte Antwort. Menschen, weil das macht ja auch voll viel aus. Du erfährst, wie der Mensch sich entwickelt hat. Und ich bin jetzt nicht jemand, der in die Vergangenheit, die ganze Zeit in die Vergangenheit schaut, aber. Mich interessiert das schon. Kandidatin 5? Oh, ich glaube, er nimmt sie jetzt raus wegen der Antwort. Wie hoch ist dein Bodycount? Mein Bodycount ist zwischen 5 und 10. Zwischen 5 und 10? Warum sagt sie nicht einfach, wie viel es waren, hä? Mein Bodycount ist zwischen 7 und 9. Hä? Und ich finde aber, das Wichtigste ist einfach, dass man nichts bereut daran. Und okay. Solange man safe ist, dann top. Dass man nichts bereut, heißt das, du hast noch keins von deinen 5 bis 10 bereut? Nein. Hä? Voll gut. Gut, ja. Auf jeden Fall eine kluge hast du da. Okay. Ja, oder eine mit sehr viel Glück, dass sie nichts bereuen musste. Chat, ich will euren Bodycount nicht wissen, okay? Vielleicht. Nee, ich glaube, das ist. Kein Mensch will jetzt hier euren Bodycount lesen im Chat. Das ist jemand, der einfach mit sehr viel Bedacht seine ihre Partnerin. Kann auch sein, stimmt. Jemand, der ihre Ansprüche kennt. Ich glaube, es ist einfach jemand, der super selbstbewusst ist. Jemand, der seine Ansprüche kennt und weiß, was sie will. Ja. Und nicht darunter settelt. Finde ich super. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt eine rauswählen. Ich muss ganz ehrlich sein, ne? Diese Schuhe bei Nummer 5 werfen mich raus, aber ihre Antwort war super. Ja. Chat, ich werde euch jetzt nicht meinen Bodycount sagen, okay? Irgendwas zwischen 1 und 4 Millionen. Ah. Würde ich jetzt gerade vor der Kamera sitzen, würde ich mir selber eine Ohrfeige geben, warum ich nicht längst schon diese Schuhe rausgewotet habe. Aber es geht ja viel mehr um den Menschen jetzt gerade. Was sagt ihr? Welche Nummer raus? Ihr sagt alle Nummer 4, oder? Ihr hasst mein Favorite. Naja, ich sage euch immer noch, Chat, Fehler. Ihr sagt 4? Okay, wartet ab. Ich kann nicht wissen, wie schlimm diese Schuhe. Wartet ab, Chat. Ich finde sie super. Ich finde sie nicht super. Okay, ich weiß es. Okay, sag. Die Rabenschuhe. Sag jetzt. Ich flüstere das jetzt in dein Ohr und deine Reaktion kommt in die Kamera. Mhm. Okay. Ja. So eine Reaktion mache ich für Thumbnails, Chat. Ich muss auch wieder neue Thumbnail-Gesichter machen. Da mache ich dann sowas wie hier. Danke. Das sind meine Thumbnail-Reaktionsgesichter, die Rafa dann gerne ins Thumbnail reinknallt.
Was? Ja, sag du's. Okay, ich verstehe es. Ja? Ich verstehe es. Okay. Das ist Kunst true. Die Kandidatin, die rausgewählt wurde, ist Nummer 5. 4. So, und jetzt wartet, jetzt knallt's, jetzt kracht's richtig, Alter. Also an jeden, der gesagt hat, 4 raus, jetzt guckt an. Guckt jetzt an. Guckt an und schämt euch. Sorry, du kannst jetzt hervorkommen. Guckt jetzt hin. So. Hallo. Hi. Hi. Angelina. Ahmed. So. Hi. Hi. Ich umarme mal alle. Hm? Hä? Was jetzt, Chad? Hä? Was jetzt? Riecht voll gut. Dankeschön. Darf ich auch mal? Ja. Ja, du riechst echt gut. Dankeschön. Mhm. Das ist so richtig so erfüllt den Raum. Mhm. Okay, dann. Findest du ihn gut? Passiert da noch was? Ja, nehme ich dir. Aktiver Mann. Dankeschön. Oh, cool. What the fuck? Ich muss sagen, bereue es auch ein bisschen. Wie ihr, Chad? Eins wär's bereut. Was ist das? Ich finde die Cap weird. Ich finde das Outfit cool. Cap ist sehr weird. Cap passt nicht dazu. Warum die Cap? Mir nochmal drehen, bitte. Einmal kurz. Nix. Yo, chill, Hamid. Star, du kannst ja in die DMs sliden. Okay. Mm, ja. Tschüss. Angelina Radko. Mm. Ja. Ich hab's euch gesagt. Voll der coole Jeans-Look. Oh, ich glaube, meine Allergie kickt. Anyway, nächste Runde. Okay, es geht weiter. Oha, damn. Damn, ja, du sagst es. Welches Outfit findest du? Damn, god damn. Wer war euer Favorite nochmal? Ja, Nummer 1 würde ich sagen, stabilstes Outfit, oder? Eins stabilstes Outfit, ja. Bist du direkt von Anhieb am besten? Outfit Nummer 1. Das passt auch. Ja. Das finde ich auch echt gut. Okay, welches? Boah, aber mir fällt auch auf, bis auf Nummer 4. Und vielleicht Nummer 3, das weiß man jetzt nicht. Beide kurze Haare, also so, ne? Bis zu den Schultern. Ja, popmäßig. Ja. Okay, aber braun und blond, schießt er auf. Chad, sind wir uns einig, dass er sich in meinen Favoriten verliebt hat? Sind wir uns da einig? Der hat doch auch gar keinen Bock mehr, jetzt weiterzuspielen. Der denkt sich einfach gerade nur so, Gottverdammt, ich dummer Idiot. Ich Idiot. Was hab ich da gerade getan? Auf braunhaarige oder ja. Blondinen? Ja. Ja, also mein Beuteschema. Ich muss sagen, von den 6, vom Bodycount her, waren halt alles Blondinen. Aber ich würde mich da jetzt nicht so eingrenzen. Aber ich kann halt nicht sagen. Ne? Es war okay. Egal, vielleicht kann Nummer 1 dich ja überzeugen. Hast du eine Frage für sie? Ich werde jetzt auf jeden Fall eine sehr, sehr aggressive Frage stellen. Okay, bin gespannt, Baby. Hau raus. Juice me up. Was ist deine Lieblingsstellung? Spicy, iconic Frage. Stellung. Kandidatin 1, was ist deine Lieblingsstellung? Ich glaube, ich spreche für... Chat, und bitte schreibt jetzt nicht in Chat, was eure Lieblingsstellung ist. Bitte tut mir, Digga, bitte tut mir diesen Gefallen und macht es einfach nicht. Die Mehrheit der Frauen. wenn ich sage halt, wenn wir so ein bisschen von hinten... So. Danke. Ah, okay. Alright. Ah, okay, von hinten... Hat was. Ja. Hat was, ja. Kandidatin 2 macht direkt einen Daumen hoch. Ja, kann ich nur unterschreiben. Ja, okay. Ich glaube, wenn man gut im Bett ist, dann ist jede Stellung gut. Kandidat. Boah, wisst ihr, was die richtige Antwort gewesen wäre? Richtige Antwort wäre gewesen? Solche Informationen teile ich nur mit Leuten, mit denen ich bums oder so. Kandidatin 3? Kann ich nicht unterstreichen. von der Stellung her nicht so wichtig. Kringi! Ist wie wenn ich der Person in die Augen schauen kann, hin und wieder, also deshalb halt nicht von hinten so. Ey, ich sage euch ganz ehrlich, in die Augen schauen, weird, oder? In die Augen schauen, weird, oder? Eins, wer es weird findet? Mal eins, willst du was sagen dazu? Ich wollte sagen, das ist in fast jeder Stellung möglich. True. Kandidatin 4, was ist deine Lieblingssexstellung? Also ich finde, es sollte immer eine Variation von vielen verschiedenen Stellungen sein. Das ist so ein Raven-Chat. Damit es nicht langweilig wird. Die fliegt gleich davon. Experimentierfreudig. Worauf stehst du denn im Bett? Jetzt musst du auch beantworten. Ja, also ich bin eigentlich so also ein Typ so offen für alles einfach. Muss sagen, ich bin ein bisschen dominanter und dann läuft es eher auf das hinaus, was Nummer 1 gesagt hat. So. Und Nummer 2? Aber alles ist möglich. Solange du wild bist. Oh. Oh.
Ja, wirklich. Boah, die hasst den so, oder, Chat? Kerle. Ja. Sehr gut. Die hasst den richtig. Gut, okay. Musst du jetzt wen rauswählen? Ja, du musst eine rauswählen. Ich wusste es. Soll ich raten? Rate mal. Nummer 1 wird's nicht. Du hast recht. Ich wähle raus Nummer 3. Okay, Nummer 3. Ich muss sagen, ich fand jetzt ihre Antwort nicht schlimm oder so. Also, war eine gute Antwort. Aber irgendwie ihr Look passt zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Und es ist mir ein bisschen zu viel Lehrer-Look. Ja, sieht aus wie eine English-Teacher. Ich habe das Gefühl, ich krieg gleich Erdkundeunterricht. Ja. Bisschen. Sorry, wenn ich dich verletzt habe. Okay, dann Kandidatin 3, komm nach vorne. Dann sehen wir gleich. Wer von euch hätte gesagt, sie Favorit? Da sehe ich mich. Okay, einige dabei, die gesagt hätten, ja, Baby. Die Ohrringe. Ja. Hey, hi. Tracy, hi. Tracy? Hey. Hallo, Tracy. Ey, plus in den Chat, wenn Tracy ein geiler Name ist. Tracy, fucking hell, das ist ein cooler Name, Digga. Du siehst gut aus. Trace. Aus Tracy. Dankeschön. Auf jeden Fall keine Lehrerin. Angehende Journalistin und Moderatorin. Genau. Oh, nice. Stark. Haare sind cool. Wie ich bisschen auch, Moderator. Ja, ich liebe sie. Das hat eine Freundin für mich gemacht. Die machen so einen guten Klang, so ein bisschen wie an der Ostsee. Schon. Ja, so. Schon. Weißt du? Super. Ja. Tschüss. Ciao. Viel Spaß mit. Dankeschön. Das sind so. Ich finde nicht nur der Klang, auch so wie die Haare aussehen. Ich finde das richtig cool. Mhm, finde ich auch. Okay, wir machen direkt weiter. Nächste Runde. Du kannst wieder eine schnelle Frage stellen und danach musst du nochmal jemanden auswählen. Wenn du genau jetzt irgendwo hinreisen könntest, wohin wäre es und warum? Oh, ich liebe die Frage, die ist ja voll. Okay, die ist iconic. Kandidatin 1, wo würdest du nach Split hinreisen? Ich bin in meinem Leben noch nicht so viel gereist, leider. Und deshalb wäre es London, weil ich schon immer London sehen wollte. London? London, einer der kriminellsten Städte der Welt? Schon seitdem ich klein bin. Digga, was? London City, fam. Yeah, 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 you know the drill, man. Yeah, of course, man. Nein, Bruder, nein. Nein. Stopp, stopp, stopp. Break. Now we gotta stop. Break it. Das war so cringe. Digga, ihr Blick beschreibt alles. Ihr Blick beschreibt alles, Digga. Das war aber auch sehr guter Cringe. Ich will nochmal kurz zurück, damit wir es nochmal genießen von Anfang an. 3, 2, 1, rein. Leider. Und deshalb wäre es London, weil ich schon immer London sehen wollte. Schon seitdem ich klein bin. London. Jetzt denkt er sich, oh Baby, jetzt hau ich einen raus. London City, fam. Yeah, 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 you know the drill, man, yeah. Und jetzt denkt er sich so, scheiße, Digga. Der zieht nicht so, wie er sollte, aber ich komme auch nicht mehr raus. Einfach weitermachen. Of course, man, yeah. Scheiße, Mann. Oh. Das ist eigentlich cute. Was? Das war cute? Warst du schon mal in London? Ja. Ja? Ja. Ja, ist cool. Ist cool. Das war der erste Trip mit meiner Freundin. Oh, wie süß. Ja. Okay, hör auf. Ist irgendwas mit Hamid passiert, Chat? Ist da irgendwie... Pumpen die da zu wenig Sauerstoff rein oder was? Kandidatin 2, wo würdest du hinreisen? Eindeutig Tokio. Boah, Tokio strong. Eins, wer gerne nach Tokio reisen würde, Hauptreiseziel Tokio, safe call 90% vom Chat. Ja, Tokio irgendwie ein big Reiseziel von vielen Leuten. Liebe Animes und generell der asiatische Bereich ist mega interessant. Ja. Ja, war ich noch nie, wäre auf jeden Fall mein erstes Reiseziel. Das ist meine Antwort, wenn mir irgendwer diese Frage stellt. Oh, dann ist sie? Die richtige. Das weibliche Pendant zu dir. Damn, jetzt hast du schon 2 Favoriten. Nummer 3, wo würdest du hinreisen? Boah, die Antwort muss jetzt gut sein, ne? Ja. Einfach auch Tokio sagen. Ah. Kein Druck. Kandidatin 3, du hast gerade 2 richtige Banger vor dir. Ich würde nach Costa Rica reisen, weil ich liebe Reisen und ich liebe tropische Länder etc. In Costa Rica kann man, glaube ich, auch gut surfen. Ich wäre sehr interessiert daran. Die wird da rüberfliegen, Chat. Und wir wissen alle, dass es nicht mit dem Flugzeug ist. Und generell ein bisschen die Kultur. Ja, Costa Rica ist auch nice. Hast du keinen Bock? Gefährlich ein bisschen, aber schön. Ist doch nicht gefährlich. Oh. War ich auch schon, nee. Mein Vater erlaubt mir nicht nach Argentinien alleine. Ist gefährlich, doch nee, wirklich. Nee, das passt schon. Aber du warst so,
Du warst gar nicht so begeistert. Es hat mich nicht so abgeholt wie die anderen. Na, also ich, drei raus. So, London fühle ich, Costa Rica fühle ich. Darf ich aber trotzdem jetzt noch eine Frage reinwerfen? Mhm. Ganz, ganz kurz. Schnell. Messi oder Ronaldo? Mohammed. Ganz klar, Ronaldo. Was reden wir hier, Chef? Same. Kandidatin 1, ich fühle es. Was soll man da sagen? Ich habe da keine Meinung dazu. Ganz klar, Ronaldo, Chef. Also, ich glaube, es ist Messi, aber ich habe keine Ahnung. Kandidatin 2, was hast du gerade gesagt? Eindeutig Ronaldo. Ich meine, auch wenn ich jetzt seine Aktion hier gemacht habe. Er ist einfach heißer als Messi. Er ist einfach heißer, Chat. Über was reden wir hier? Wenn ihr die Wahl hättet, ihr müsstet einen küssen, würdet ihr Messi küssen oder Cristiano? Na klar, Cristiano. Na klar. Ich würde Syrien nicht so ganz verstehe, aber er ist ein guter Fußballer und ich finde, das kann man schon sagen, dass er der Beste ist. Und Kandidatin 3? Ich würde sagen Messi, weil ich ihn besonders als Kind sehr gefeiert habe. Oh nein, du feierst Messi und du wolltest eigentlich Kandidatin 3 rauswerfen, aber jetzt ist sie dein Favorit. Ich sehe. Nein. Seh das. Das ist ja eine Scheiße jetzt. Die ist auch viel größer als er. Das ist ja richtig scheiße. Mhm. Mehr sage ich nicht. Er macht sie Kandidatin 3 raus. Mhm. Mhm. Da hast du dich wohl reingeritten. Mhm. Das ist schon eine sehr, sehr wichtige Meinung. Findest du das schlimm, dass auf meinem Arm Messi tätowiert ist? Uff. Nein, ich bin jetzt kein extremer Fußballfan. Uff. Auf seinem Arm ist Messi tätowiert? Daher ist es für mich jetzt nicht so schlimm. Ich verzeih dir, sagen wir so. Das ist echt Messi. Nein, Spaß. Lol. Ich hatte und jetzt ist da Maradona und Messi kommt noch, weil ich den ganzen Arm mache. Ah. Aber das ist auch ein Argentinier. Wer ist der coolste Fußballer aller Zeiten, Chat? Wer ist der coolste aller Zeiten? Ich sag euch ehrlich, Chat, er ist bestimmt nicht der Beste, aber den, mein Kindheitsidol, schon immer gewesen, Ronaldinho. Ganz klare Sache. Ganz klare Sache, Chat. Ronaldinho. Das heißt, für dich ist es eine große Sache? Das ist eine sehr, sehr große Sache sogar. Shit, du musst dich jetzt entscheiden. Ja. Ja. Das wird die schwierigste Entscheidung deines Lebens. Mhm, und ich bin live dabei. Mhm, und wir alle auch. Mhm. Bist du bereit? Mhm. Raus ist. Nummer 3. Nummer 2. Boah, so lost. So verloren. Was? Ja, was? Geht nicht. Tokyo ist raus. What the fuck? Tokyo ist raus. Ronaldo-Fan geht nicht. Das geht. Was? Geht nicht. Das geht nicht. Das ist für dich ein Dealbreaker. Ja. Das ist ja insane. Nee, dann ist er raus, ganz ehrlich. Mhm. Wegen Cristiano, weil sie gesagt hat, Cristiano Ronaldo ist cooler als Messi, deswegen ist sie jetzt raus? Dann kann ich. Jetzt ist er selber raus. Kandidatin 2, komm bitte hervor. Hallo. Hallo. Hi. Rothaarig. Hat er nicht vorhin gesagt, rothaarig, Traumfrau? F an Hamid. F, ein großes F an Hamid. Freut mich. Schade. Ja, verdient damit. Da war dir Messi wichtiger. Ich immer zweimal. Ja. Vielleicht dann. Jetzt musst du mit Messi rumschlabbern. Du hast voll die süßen Vampirzähnchen. Ja, ich weiß. Sind die echt, ja, ne? Ja. So Vampirzähne sind ein Zeichen, dass du nicht. Digga, Hamid gibt mir irgendwie ganz komische Vibes. Wenn Hamid mit Frauen redet, gibt mir das ein bisschen Triebtäter-Vibes auch. Um ehrlich zu sein. Ich will jetzt hier keinen fronten. Also, nichts gegen Hamid, ich kenne ihn nicht. Ist bestimmt ein korrekter Bruder. Aber irgendwie, wenn eine Frau kommt und vor ihm steht, dann verändert es sich ein bisschen, oder? Kann es sein? Grindest in der Nacht. Du hast auch welche. Hab ich auch welche? Ja. Was ist grinden? So. Dieses. Achso. Oh. Tschüss. Und sie ist komplett raus für dich, nur weil sie Ronaldo-Fan ist. Ja. Ist ja. Nächste Runde. Der Rizzler. Das hier ist mein Tattoo. Maradona. Hier haben wir Maradona. Würde ich aber auch mal küssen. Find aber Maradona-Tattoo irgendwie cool, Chat. Maradona-Tattoo finde ich irgendwie cool. Ja. Mein Lieblingsfußballspieler und auch mit ihm bin ich aufgewachsen, kann man sagen. Und hier oben, für die, die es kennen, aus Naruto. Warte, sag's nicht. Ja, ja, das ist das Restaurant, wo er Nudelsuppe gegessen hat. Richtig, Chat? Die Schaukel. Hat auch eine Bedeutung. Ja, die Schaukel. Mit Sasuke, als sich geküsst haben, richtig? Ja, ja. Da habe ich gleich gesehen. Für alle, die es kennen, die kennt's. Boah, übel. Ja. Schmerzhaft. Und voll fresh. Ja, ist ganz frisch.
Also der richtig, es fällt gerade noch. Ja, vor einer Woche oder zwei. Krass. Ja, vorher war halt Messi drauf. Jetzt ist da Messi nicht mehr drauf. Und jetzt kommt das auf ganzer Arm. Messi kommt noch drauf. Aber nach, nee, das war gar nicht schmerzhaft für mich. Richtiger Mann. Ja. Kenn keinen Schmerz. Hast du gewonnen? Ah, so toxic. Feind? Toxic Masculinity. Nein. Ich habe nebenbei Naruto geguckt. Süß. Okay, Finale. Hier sind deine beiden Mädels. Mhm. Die eine möchte nach... Okay, wer ist euer Favorite Chat? Links, oder? London. Oder Raven. Die andere nach Costa Rica. Die eine hat keine Ahnung vom Fußball. Und die andere findet Messi super. Mhm. Hast du eine Frage? Ja. Okay, hau raus. Okay, ich bin auf die Antwort wirklich gespannt. Also, Finale, Chat, bin gespannt. Also wirklich, wirklich. Hast du schon mal Animes geguckt? Ja, magst du? Ja oder nein? Ja oder nein? Kandidatin 1? Also ich habe schon mitbekommen. Chat, ist es auch, kann es sein, dass ich auch der einzige Streamer hier auf dieser gottverdammten Plattform bin, der keine Animes guckt? Ja, dann haut mir doch ins Maul rein endlich, Digga. Dann haut mir doch mal richtig einen in die Fresse, Chat. Gottverdammt, mein Gott. Ich meine, dass du Animes magst, aber ich kann das leider gar nicht schauen. Plus! Und wieso? Ich mag das nicht. Spaß, ich mag Animes auch. Ich guck die halt nicht. Wie das, also diese Animation, dieses Schnelle, ich mag das nicht. Aber würdest du dem Ganzen eine Chance geben für ihn? Ich hab's schon mal probiert. Eher nicht. Kennst du vielleicht ein Einsteiger-Anime? Ja, ein besser Einsteiger-Anime ist Death Note wahrscheinlich. Death Note? Der ist sehr, sehr gut. Was ist das denn, Chat? Nee, Datin 2, wie stehst du zu Animes? Also ich... Was ist denn das? Ich alleine schaue ich sie mir auch nicht an. Ich, Dragon Ball. Ich war jetzt aber im Februar... Oder? War auf Urlaub. Was ist der beste Anime aller Zeiten, Chat? Mit... Also mein favorite Anime, den ich mir reingezogen habe. Boah, schwierig zu sagen, Chat. Ich hatte so mehrere Steps. Dragon Ball habe ich mit meinem Vater immer geschaut, da war ich sehr jung. Naruto habe ich mir immer nach der Schule reingezogen, bei Pokito TV oder wie das hieß. War eine geile Zeit. Und One Piece kam, glaube ich, auch nach der Schule immer, oder? Weiß es gar nicht mehr. Ich würde sagen, mein favorite Anime, den ich jetzt geguckt habe, Chat. Boah, ist, ich könnte es nicht sagen. Ich könnte es nicht sagen, Digga. Ich mag, ja, ich glaube, ich könnte mich nicht entscheiden, Chat. Die sind für mich alle auf einer Stufe irgendwie ein bisschen. Ich glaube, ich würde mich für Naruto entscheiden. Müsste ich mich für eins entscheiden, dann würde ich, glaube ich, sagen Naruto, Digga. Obwohl One Piece auch so gut war. Ich weiß es nicht. Wir gucken weiter, Chat, okay? Weiter geht's. Mit einer Freundin in Bali und da gab es ganz viele Anime-Filme auf Netflix und da musste ich mir jeden Abend mit ihr ein paar Folgen anschauen. Deswegen kenne ich jetzt diese Ghoul City oder Death Note etc. Sie meint Tokyo Ghoul, okay? Ah ja. Oh, und die Enttäuschung. Ja. Was würdet ihr als Alternative vorschlagen? Ich würde dich halt zwingen, Grey's Anatomy zu schauen. Boah, what the fuck, raus! Einfach aus Prinzip. Grey's Anatomy. Okay. Raus! Okay. Freude hält sich in Grenzen. Kandidatin 2. Ich mag so Actionfilme ein bisschen oder Kriegsfilme. Raus! Kriegsfilme! Vielleicht auch Horrorfilme. Sowas in der Art auf jeden Fall. Ja. Beide Antworten haben nicht geil! So. Nein! Nee. Ich weiß, was wir machen. Okay. Okay, nein. Lass uns das so machen. Ich stelle mich vor die Person, die rausfliegt. Okay. 1, 2 oder 3. Ob wir wirklich richtig legen? Sieht ja, wenn du das Licht angehst. Also, wenn er jetzt nicht den Raven rauswählt, Chat, dann hat Hamid richtig, also wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. 2. Oder wieder die 1. Ja, die 2. Die 1, die 2. Kandidatin 2. Du musst leider raus. So, und wer hätte gesagt, Kandidatin 2, Traumfrau, wo seid ihr? Favorite 2, wo seid ihr? 1? Mhm. Hm? Okay, viele. Oh mein Gott, ganz viele, Chat. Ganz viele. Ich bin sehr gespannt. No, hi. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Hi. Hallo. Hamid. Clara, freut mich. Ja. Ja, Bereust du's? Sie ist sehr, sehr hübsch, ja, ja doch. Danke. Mann, Also, man sieht das Gesicht nicht. Schon mein Geschmack, sagen wir mal so, aber ich habe mich ja für sie entschieden. Oh.
Sehr gut. Und ich stehe jetzt auch. Die müssen die Kamera auf ihr Gesicht draufhalten. Auch dahinter aber. Schöne Jacke. Danke. Schön, dass du da warst. Danke. Tschüss. Okay, jetzt. Ja. Ja. Okay. Tschüssi. Bereit, ich bin gespannt. So, jetzt. Die große Liebe. Muss sagen, bei ihr sehe ich auch viel Potenzial. Die ganz große Liebe. Ich glaube, es könnte sogar passen. Liebe. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, super. Wir sind alle nervös. Du triffst jetzt auf deine große Liebe. Seid ihr bereit? Oder wollen wir noch ein bisschen über Animes reden, Chat? Wir können auch noch ein bisschen über Animes reden. Animes oder weiter? Weiter. Ja. Die Gewinnerin, du kannst jetzt einfach unterm Vorhang hervorkommen. Hi. Hallo. Boah, genau so habe ich mich Ach so. Vorgestellt. Und was sagst du? Ich zwing dich trotzdem Grey's Anatomy zu schauen. Ja, cool. Und ich zwing dich dazu, Naruto zu gucken. Nein, doch. Das machen wir. Wir gucken jetzt Naruto. Nein. Und nicht Grey's Anatomy. Doch. Weil Naruto besser. Ja. Plus, Anahamid, ich finde, er hat eine solide, stabile Wahl getroffen. Optisch finde ich, die beiden passen ganz gut zusammen. Ich wünsche den beiden nur das Beste. Naruto ist besser. Ach, wie süß. Toll. So, und jetzt ist das Video zu Ende. Könnt ihr jetzt nochmal irgendwie in den Chat schreiben, oh mein Gott, was ein Video, wow, boah, beste Reaktion, bester Streamer, oh mein Gott, irgendwie sowas. Oh Mann. Video ist jetzt zu Ende. Mein lieber Zuschauer, ich hoffe, dir hat es gefallen. Schade, dass du nicht im heutigen Stream dabei warst, weil wir haben hier wirklich the time of our lives. Mein Gott, ist das eine super Stimmung hier im Chat. Liebe an jeden Einzelnen, der hier am Start war. Danke fürs Zuschauen. Liebe Like, liebe Comment und vergiss nicht, den abonnieren zu kanalen. Bis zum nächsten Video.